Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Und zwar ist ja heute das Real-Life-Rennen in Spa in Belgien in der echten Formel 1. Und da dachte ich mir, werden wir hier einfach ein kleines Rennen in Spa fahren. Und zwar mit Nico Rosberg im Mercedes, der ja auf der Pole steht. Und wir werden von hinten starten und einfach mal gucken, wie weit wir nach vorne kommen können. Einfach so ein kleines Spaßrennen. Aber ich habe tatsächlich bisher in F1 2016 eigentlich so gut wie nur die Karriere gespielt, noch nichts anderes. Und deswegen dachte ich mir, machen wir heute mal so ein bisschen, sowas Kleines, Spaßiges hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Startaufstellung. Okay, Leute, hier sind wir jetzt auf unserem letzten Startplatz. Das ist natürlich toll. Und die Rennstrategie. Okay, ich denke, wir werden einfach mal auf den Softs starten. Warum geht das nicht? Zurück, bleibt das dann so? Ja, genau. Perfekt, Leute. Ich habe noch nie die Strategie in diesem Spiel geändert, aber das hat ganz gut geklappt. Also wir werden auf den Softs starten, fahren auf denen bis Runde 4. Okay. Das ist eine interessante Strategie. Wir werden einfach mal gucken, was wir damit machen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall starten wir auf den härteren Reifen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Rennen. Ich bin gespannt, wie weit wir hier nach vorne kommen können. Ich sag mal, weiß nicht, so ein Podium wäre ganz nett. Mal gucken. Da sind die 5 roten Lichter auf jeden Fall. Und es geht los hier beim großen Preis von Belgien. Okay, NASA hat schon mal einen kompletten Kackstart bekommen. Also es ist interessant zu sehen, dass die KIs ab und zu die Starts verkackt. So, wir gehen einfach mal innen rein hier in die erste Kurve und schauen mal, dass wir ein paar Positionen gut machen. Ja, wir sind schon vor auf Platz 13, Leute. Ganz, normaler Start. Platz 12, okay, direkt 10 Plätze gut gemacht. In der ersten Kurve, das ist interessant. So, jetzt Rouge, oh, das wird so eine Sache. Oh mein Gott. Oh, das liebe ich immer, wenn man sich hier in Windschatten von jemandem hängen kann und dann, einfach schauen kann, oh, wie viele man hier überholen kann. Okay, die beiden Haas, Rad an Rad, und wir überholen die einfach beide. Oh, sehr schön. Okay, das war ein perfekter Start, Leute. Wir sind schon vor in den Punkten. Also das ist nice. Oh mein Gott, fast weggedreht. Ich fahre nämlich gerade mit mittlerer Traktionskontrolle. Normalerweise habe ich Traktionskontrolle immer komplett an. Also, ne, als kleine Ausrede, wenn ich mich hier ab und zu ein paar Mal wegdrehen sollte, ne, dann wisst ihr Bescheid. Oh, innen vorbei an Magnussen. Warum nicht? Das war nicht mal geplant, aber irgendwie hat er ziemlich früh gebremst und dadurch sind wir vor auf Platz 9, Leute. Das war gerade nice. Okay, mal gucken. Ja, also die hier sind alter. Oh mein Gott, Rad an Rad durch Rouge da gerade vor uns. Das sah krass aus. Okay, immerhin schon mal vor auf Platz 9, das ist nicht schlecht. Mal gucken, ob ein Podium drin ist. Es wird natürlich schwer sein dann, je weiter wir nach vorne kommen, logischerweise. Aber man darf auch nicht... Oh, da kommt Magnussen. Wir fahren mal lieber Kampflinie. Das war aber mega früh gebremst. Oh, shit. Was ich sagen wollte, man darf nicht vergessen, dass wir am Ende dann die schnelleren Reifen haben. Also das wird natürlich auch nochmal nice sein. Oh, Magnussen. Über außen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, leider nicht. Schade. Und dadurch kommt Grosjean jetzt. Und, oh nein, das war... Oh, nicer Drift, Alter. Oh, Quert, okay. Oh. Dürfen wir mal... What the fuck? Was ist das denn für ein Bug? Alle bleiben stehen da hinten. Lol. Okay, ja, das Safety Car kommt zu so einem scheiß Zeitpunkt gerade raus, weil wir sind gerade an der Boxeneinfahrt vorbeigefahren. Strategie ändern. Ja, wir gehen einfach mal auf die Mediums, warum nicht, und dann fahren wir bis zum Ende. Eigentlich hätten wir wahrscheinlich... Ja, keine Ahnung. Oh, Button. Alter, sehr langsam. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen nervig, dass die KI in Safety-Car-Phasen so langsam ist. Also, sie müssen ja jetzt nicht mit, ne, vollem Speed hier rumballern, aber... Ja. Ich weiß gar nicht, ist das in Real Life auch so, dass die so langsam sein müssen? Doch, ich glaube schon.
Ja. Wir kommen eh gleich an die Box. Okay, das wird zwar jetzt Zeit kosten beim Boxen, ist aber scheiß drauf. Oh, das war gerade schlecht. Gott. Oh mein Gott, Alter. So das Ausweichmanöver des Jahres. Holy shit. Leute, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Unser Teamkollege ist an... Kannst bitte nicht so viel reden, du Bastard. Oh, perfekt abgebrochen. Okay. Hamilton ist an der Box. Ich hoffe, das wird uns keine Zeit kosten. Doch wird es. Nice. Oh mein Gott. Das wird der langsamste Stop, den ich jemals hatte. Okay, dann müssen wir uns gleich nochmal zurückkämpfen. Das ist ärgerlich. Und alle wechseln auf die Supersofts. Willst du mir erzählen, dass man auf Supersofts jetzt zu Ende fahren kann? Nee, die sind auf... Ach komm, halt's Maul, Kai. Was laber ich eigentlich, ey? Okay, Leute, wir kommen raus auf Platz 9. Das haben wir, glaube ich, gar nicht so viel verloren. Okay, also das war sogar ganz okay. Leute, ich sehe in den Kommentaren immer wieder Leute, die die Cockpit-Cam sehen wollen. Also, ne? Hier habt ihr die wunderschöne Cockpit-Cam. Oh, Junge. Oh, das mal, er ist halt so unglaublich. Du fällst zu weit. Willst du mich verarschen? What the fuck? Okay, also es ist hier gerade ein bisschen buggy alles, aber es ist okay. Ja, halt's Maul. Okay, Leute. Oh, das Safety Car kommt gleich rein. Grosjean war vorbei. Ich bin echt manchmal ein bisschen überfordert damit, weil die geben manchmal Gas und dann bremsen die so plötzlich. Also, ja, es ist ein bisschen seltsam. Okay, jetzt aber die grüne Flagge draußen. Dadurch geht's weiter. Ja, mal gucken, ob wir Grosjean vielleicht gleich kriegen können. Das wäre ganz nett. Und wenn nicht, dann sollten wir ihn spätestens gleich auf der langen Gerade bekommen, weil, ja, der Haas ist doch ein Stückchen langsamer als der Mercedes auf der Gerade. Aber wir schaffen es sogar schon früher. Innen vorbei. In der ersten Kurve. Sehr schön, Leute. Wir sind vor Platz 7. Okay, also irgendjemand war da an der Box gerade, weil davor waren wir eigentlich 9. Sehr schön. Oh, da kommt Grosjean. Also so viel zum Thema. Der Haas ist scheiße auf den Geraden, Alter. Okay, das könnte knapp werden. Wir verteidigen einfach mal innen. Rechtzeitig bremsen. Und wir sind vorne geblieben. Sehr gut. Oh, Button und Magnussen. Rad an Rad. Dadurch sind sie aber ganz schön langsam, muss man sagen. Okay, mal schauen. Oh, oh, das war nice. Ihr könnt ja auch gerne mal euren Tipp für die, ich sag mal, Top 5 in die Kommentare schreiben für das, ja, Real-Life-Rennen heute. Ich weiß nicht. Ich kann ja auch mal meinen Tipp so raushauen. Oh, shit. Okay, vielleicht sollte man nicht über sowas labern, wenn man irgendwie 10 Autos gefühlt hinter sich hat, aber ist okay. Ja, ich sage, weiß nicht, Rosberg sollte das eigentlich gewinnen, wenn alles normal läuft, seien wir mal ehrlich. Also, Red Bull und Ferrari sind beide nicht so weit weg. Zumindest im Qualifying war es so, aber ja. Okay, ich meine, es ist Rosberg, ne, da weiß man nie so ganz, aber ich sag mal, im Normalfall sollte er das gewinnen, dann, weiß nicht. Zweiter, dritter ist echt schwer zu sagen. Also vor allem die Ferraris und die Red Bulls sind echt, ja, echt eng zusammen. Auch Force India war sehr stark. Williams war stärker, als ich es erwartet hätte, muss ich sagen. Also, ja, es gibt echt viele, die da vorne mitmischen können, sage ich mal. Aber ja, ich sag mal mein Podium. Also erster Rosberg, zweiter Kimi, dritter Vettel, vierter Verstappen, fünfter Ricciardo und, ja, sechster könnte gut und gerne eigentlich auch schon Hamilton werden. Also ich glaube, Hamilton wird echt gut da durchkommen, durch das Feld. Also er startet ja letzter, für die, die das nicht wissen, durch die Strafen, die er ja nehmen musste, weil er seinen Motor gewechselt hat, aber ja, also im Normalfall sollte er da eigentlich ganz vernünftig durchkommen. Er wird nicht aufs Podium kommen, also das würde mich sehr überraschen, aber ich denke mal so 6., 7. ist für ihn schon ja drin. Also das ist so mein Tipp für die vorderen paar Plätze. Könnt mir ja gerne euren mal in die Kommentare schreiben, obwohl ich muss sagen, es ist wirklich schwer, also vor allem zwischen Ferrari und Red Bull. Und wir halten hier gerade alle auf, so gefühlt. Also wenn man auf die Karte schaut, ne? Da sind so viele direkt hinter uns, ey. Okay, jetzt können wir uns aber anscheinend so ein bisschen absetzen, endlich mal. Mich wundert es auch, dass Magnussen so weit vorne ist im Renault. Also, der sollte eigentlich nicht mal annähernd irgendwo auf Platz 6 sein oder so, sondern eher, ja, außerhalb der Punkte oder so. Aber, naja. Okay, Leute, wir kommen auf die letzte Runde und hinter uns haben wir jetzt so einen kleinen Abstand aufgebaut zu Magnussen, sag ich mal. Ja, und vor uns Massa ist ungefähr 5 Sekunden weg. Also ich denke nicht, dass wir hier noch irgendwelche Positionen gewinnen werden. Aber ja, so ein 5. Platz, denke ich mal, okay für so ein kurzes Rennen, wenn man letzter gestartet ist. Da kann man sich nicht beschweren. Klar sind wir im besten Auto, aber ja, das geht schon klar.
denke ich mal. Okay, Leute, letzte Kurve. Wir werden über die Linie kommen auf Platz 5. Das denke ich, ja, voll okay, habe ich gerade schon gesagt. Hamilton hat das Rennen gewonnen, also Glückwunsch, ne? Hatte auf jeden Fall schweres Rennen wahrscheinlich, wenn wir da nicht mit vorne dabei waren, aber... Oh, da sind wir Fahrer des Tages, ne? Das war natürlich sensationelles Rennen von uns. Ja, hier seht ihr auch nochmal das Ergebnis. Hamilton hat gewonnen vor Vettel, Verstappen, Massa. Dann wir eben auf Platz 5. Magnussen, also sehr, sehr stark. Er hat sich echt ganz gut da eigentlich gehalten auf Platz 7. Also, das ist krass. Kimi ist nur auf Platz 9. Das ist ein bisschen seltsam. Ricciardo auch nur 14. Okay, also, es war ein bisschen crazy, was da hinten so abgegangen ist. Aber naja, Leute, das war es auf jeden Fall von diesem kleinen, ja, random Video. Die Karriere geht wahrscheinlich morgen wieder weiter mit dem Rennen in Baku. Also, seid dort auf jeden Fall wieder dabei. Und, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt vergesst nicht eure Top 5 für das Rennen jetzt in die Kommentare zu schreiben. Würde mich sehr freuen, ja, zu sehen, was ihr da so denkt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da. Falls es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei unserer Karriere wahrscheinlich, Leute. Danke fürs Zuschauen nochmal. Haut rein und ciao.